Keime haben das Trinkwasser von 3000 Haushalten im Bezirk Mistelbach verschmutzt. Betroffen sind 27 Orte, die alle mit dem EVN-Brunnen bei Olgersdorf vernetzt sind. Durch die heftigen Niederschläge der vergangenen Woche sind Keime in den EVN-Brunnen gelangt. Das Wasser wird dadurch ungenießbar. Es zu trinken ist allerdings nicht lebensbedrohlich. In den betroffenen Gemeinden darf das Wasser derzeit nur abgekocht konsumiert werden. Nun werden regelmäßig Keimproben entnommen. Entwarnung dürfte es frühestens Ende dieser Woche geben.